Blättl überlässt Dieter Müller. Ja, und der lässt sich da etwas zu weit abdrängen. Die erste gute Möglichkeit vergeben, doch Eckstoß. Muntubilla. Ja, und 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Die Überraschung im Münchner Olympiastadion. Diesen herrlichen Treffer noch ein. Santos Muntubilla. Eckstoß. Dieter Hoeneß wieder einmal mit dem Kopf da. Hans Klüger im Nachsetzen. Der Ausgleich 1:1. 1:1 der Stand zur Halbzeit und die Saarbrücker hatten bis dahin sehr ordentlich gespielt für ihre Verhältnisse. Udo Lattek war sehr verärgert, sagte seiner Mannschaft in der Halbzeit die Meinung und das zahlte sich aus, denn jetzt wurde das Spiel der Bayern schneller. Dieter Hoeneß wieder einmal niedergerungen im Strafraum, danach Eckstoß. Klaus Augenthaler, ja und wer macht das Tor zum 2:1? Der Mann, der beim FC Bayern in letzter Zeit immer die wichtigen Tore schießt, nämlich Dieter Hoeneß. Dann Roland Wohlfahrt. Die 53. Minute und das 3:1 für den FC Bayern. Nachtwey, Rummenigge, Wilmer. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Dann Augenthaler, ein geschickter Pass auf Rummenigge und das 4:1. Doch das war im Olympiastadion noch nicht alles. Der einzige Angriff der Saarbrücker in der zweiten Hälfte. Der Leistungsabfall war schon erschreckend. Und je schwächer die Saarbrücker wurden, umso stärker der FC Bayern. Wohlfahrt, er wird hier von Hallmann von den Beinen geholt und das gibt natürlich Elfmeter, auch noch die gelbe Karte für den Saarbrücker Torhüter Lothar Matthäus und 5:1. Zum Schluss noch eine unschöne Szene. Muntubilla hier im Kampf mit Klaus Augenthaler. Da wird mit Haken und Ösen gekämpft. Und dann verliert Muntubilla die Nerven und versucht Augenthaler schwer zu faulen. Der Schiedsrichter stand direkt daneben und Herr Warmann zeigte dem schwarzen Mann die rote Karte. Die Wiederholung zeigt, dass dem Schiedsrichter praktisch gar nichts anderes übrig geblieben ist. Denn hätte Muntubilla Augenthaler getroffen, eine ganz schwere Verletzung hätte die Folge sein können. Und schließlich ist ja auch schon der Foulversuch strafbar. Riesenglück für Klaus Augenthaler, dass ihn hier Muntubilla nicht trifft.